ist ja irgendwie. Doppel. So gut. Willkommen zurück zu einer neuen und weiteren Folge Fishing Bear. Wir sind heute nicht am Wasser, wie ihr seht. Wir sind im Angelgeschäft. Wir sind nämlich beim Hebeisen im Ahrtal. Und da findet zwei Tage lang, Freitag, Samstag, die Spinnshow statt, wo verschiedene Hersteller wie Fish Explorer, Lurechunks, Toppies, Stucki, verschiedene Produkte werden vorstellen. Ich werde das Ganze mit der Kamera begleiten. Wie ihr vielleicht merkt, ich bin leider allein unterwegs, ohne Kamerafrau. Darum bin ich auch gespannt, wie das Ganze heute rauskommt. Aber für euch werde ich Bilder einfangen mit der Kamera. Vielleicht kriegen den einen oder anderen noch von den Linsen. Mal schauen, was geht. Viel Spass in dieser Folge. Ja, ein bekanntes Gesicht seht ihr hier. Das ist der Marc. Ihr habt ihn gesehen auf dem Video von der Messe in Oberglatt. Und du hast mich eingeladen, heute an der Spinnfisch-Show dabei zu sein mit meiner Kamera. Erzähl doch mal den Zuschauern, was ist die Spinnfisch-Show? Die Spinnfisch-Show haben wir ja im Hebeisen schon lange. Also seit ich auf jeden Fall beim Hebeisen arbeite. Haben wir sie schon immer gehabt. Das war immer kurz vor der Hechteröffnung. Und da, weil wir natürlich grösser sind, haben wir natürlich auch etwas Grösseres machen wollen. Ja. Darum haben wir auch einige eingeladen schlussendlich. Jetzt mal schauen, wie es weitergeht an diesen zwei Tagen. Jetzt ist Freitag, noch nicht so spät. Die Leute kommen erst noch ein bisschen mehr. Und am Samstag wird es sicher noch mehr laufen. Ja, der Gedanke war eigentlich, das ein bisschen weiterzuführen und weil wir grösser sind, auch grösser zu machen. Mhm. Also ist es speziell für Hechtsaison oder ist es einfach auch allgemein? Allgemein, weil wir haben ja auch den Kevin und natürlich den Mackie auf den Namen, ich wirklich gerade Spinnfischen hart. Er ist am Zeigen, wir haben auch wirklich alles Mögliche, sonst auch an Eglibaits da. Ich zeige noch später auch noch etwas für Texas Carolina. Wir haben auch etwas für die Schleppfischer da, natürlich, ja. Fishing Ghost mit den Renkis, das ist super geil. Das ist natürlich dann eher klassisch Schleppfischen auf der Hecht. Also wirklich für alle Spinnfischer, nicht nur für da unten auf der Egli und der Hecht, sondern eben auch am Bergsee. Ja, für die Zuschauer, die jetzt nicht haben können. Es sind jetzt zwei Tage, hast du gesagt. Gell? Heute genau. Freitag, morgen Samstag. Genau. Heute Freitag ein bisschen ruhiger, morgen wird es sicher. Morgen wird es. Hoffentlich teure einrennen. Ich kann leider nicht kommen, weil ich im Tessin bin. Das seht ihr etwas später. Ja, wir sind gespannt, was so geht. Ich werde euch ein bisschen durchführen durch die ganze Spinnfisch-Show. Vielleicht können wir das ein oder andere Interview noch machen. Ja, wir gehen jetzt mal schauen, was so geht. Experten schnappen, sie sind auch extra angereist. Und darum, weil er nicht Schweizerdeutsch kann, obwohl er in der Schweiz wohnt, ich bin Französisch leider auch geschlafen habe, müssen wir das Ganze Englisch machen. So, we change the language. You don't speak German. No. I don't speak French, so we speak English. Perfect. Perfect. So, we are here to show our stuff. We are a fishing brand. We have a lot of products to change the life of fishermen. Different things like this rod holder to put your rod and have the hand free. Yeah. So this is the brand Fish Explorer. This is what we do. We try to create some stuff that can be change life of fishermen. We have these gloves. Yeah. Too.
for pike fishing. We can put it and don't have injury. So this is the product we try to put on the market. The most product, and then the people you know, is your cat. With the scratch. Yeah, of course. We have this cap and we can change the patch. We have a lot of different patches. Of course, the patch of Fish Explorer, but we have also all the fish. The fish addict, bike addict, center addict, carp addict, fish addict, all the fish, and you can change. If you want to fish pike, you can put the pike on your cap and let's go fishing. Which is your favorite? My favorite is trout, because I'm a trout fisher. I'm fishing in Switzerland, in the Swiss Alps, yeah. And I love the Swiss river, are the most beautiful in the world. My favorite product actually is the X rod holder, because it's really, really easy to use, and in all conditions it's perfect. If you need to make a knot, if you need to take a picture with your fish, it's really perfect. So now it's really my favorite. Yeah. And you can also on the pants or yeah, on pants the back. Or your back. You can put behind you. Yeah. What do you want? Hey, thank you for. Thanks to you. It's a pleasure. Yeah. Thank you. Thank you. Das ist Roman von Fishing Ghost. Hallo. Er ist auch hier auf der Ausstellung und ihr merkt, ich spreche wieder Hochdeutsch. Das ist nett. Ja, freut uns hier zu sein. Das ist das erste Mal hier dabei bei Hebeisen und haben hier unser Ranky One Sortiment dabei, das es in Zukunft dann hier auch geben wird, Vollsortiment. Unter anderem eben auch die Neuheiten, wie zum Beispiel die Ranky One in Pure White, die 5 Jahre Special und ansonsten eben auch Atomic Jar und das Komplettsortiment. Das ist ein Hybridköder, eine Renke nachempfunden. Wir kommen vom Starnberger See aus Bayern, sehr tiefer See, 26 Kilometer lang. Ich bin da geboren und aufgewachsen und wir wollten unbedingt einen Köder, der sich genauso verhält wie eine echte Renke, also sprich vom Schwimmverhalten her. Weil die meisten, die es bis dahin gab, eben haben einen sehr starken Ausschlag gehabt oder eben Rasseln und dergleichen. Und wir haben dann eben Renken beobachtet, auch mit Baustellenkameras in Aufzuchten und dann gemerkt, dass die ganz filigran schwimmen. Ja? Und das war uns wichtig, dass wir eben einen Swimbait schaffen, der sich genauso bewegt. Und das haben wir geschafft und mittlerweile ist sie 5 Jahre in der jetzigen Form, vor 7 Jahren angefangen und freuen uns, dass so viele Leute damit tolle Fische fangen. Können wir vielleicht noch so ein Bait im Wasser anschauen? Natürlich. Problem ist, das muss der andere machen. Kannst du einen Köder durchs Wasser ziehen? Weil ich habe Angst mit diesen Haken. Das ist mir nämlich schon mal passiert. Weißt du? Dass ich hier den ganzen Laden überflute. Nur. Ja, wir haben aber natürlich nicht nur Schleppköder im Programm, sondern eben auch Wurfköder, alle so in dem Ranky-Thema. Ganz neu ist der Ranky Shad 15 cm Version 2, hat 6 abstehende Flossen, die stabilisieren den Köder eben, also er taumelt ganz leicht, überschlägt sich aber nicht. Und auch hier wird dieses natürliche Laufverhalten einer Renke nachempfunden. Gibt es in 10 Farben, kommen in einem Dreierpack, 5 Nuller Haken am besten drauf, kann man natürlich in verschiedenen Arten riggen. Das ist ein klassischer Gummifisch, der sich aber ein bisschen anders bewegt als die, die man bisher kennt. Aber es ist eher Zander- und Hechtköder und kann auf alle Arten gefischt werden, also sowohl vertikal als auch ganz normal eingeholt, gespinnt und gejiggt auch, je nachdem, wie man ihn riggt. Ja, wer
unbedingt die Produkte ausprobieren könnt, wie bei Hebeisen, da sind die Produkte am Markt. Ja, schaut vorbei, haben wirklich das ganze Sortiment da, freuen uns sehr, es ist ein sehr schöner Laden und sehr freundliches Personal. Falls ihr Beratungshilfe braucht, die helfen euch gerne jederzeit. Wir sind hier am Stand von Pikecraft, ein System, das ich euch schon vorgestellt habe in Tackle Attack. Selber gemachte Produkte, ein System, und wir zeigen euch jetzt, wie man das genau riggt anhand des Stucki Gummifisch. Einstecken mit einem leichten Druck. Immer die Screw drehen, nicht den Köder, an den Augen halten. Stinger-Systeme einfach drüber schieben. Ja. Fertig. Ihr seht, super einfach zu montieren. Kann jeder. Wir können verschiedene Gewichte nutzen. Auch bleifrei. Die gibt es jetzt bleifrei auch in farbig. Das Patch-System von Fish Explorer auf den Caps. Und zwar können wir hier die Patches wechseln von zum Beispiel Fish Explorer zu, wenn ihr Hechtangler seid, Pike Addicted. Ja Leute, das war es von der Spinfisch-Show 2023 hier bei Hebeisen. Einfach, ich wollte noch einen kleinen Einblick geben an die coole Spinfisch-Show, die sie hier gemacht haben. Genau, wie gesagt, eben, es ist noch am Samstag. Ich bin jetzt heute am Freitag da gewesen, auch aus dem Grund, auch, weil ich morgen in die Ferien abhau. Und dort habe ich kommen können. Ja, schaut mal rein bei Hebeisen. Und es bleibt mir nur noch eins zu sagen. Ihr wisst, liken, teilen, abonnieren. Geht auf Instagram und folgt mir dort. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao zusammen.